Hey, meine Freunde, und willkommen zurück zu Pokémon Schwert. So, wir sind hier bei der Gesteinsarena, haben sie auch, also die Mission haben wir fertig. Und jetzt geht's Richtung Arena Leiter. Kann sein, dass der Part heute mal ein bisschen kürzer wird. Also kann man, könnt ihr stark von ausgehen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich hier drin speichern hätte können. Und ich wäre dann auch da an dem Punkt oder hätte die Mission nochmal machen müssen. Da hätte ich nämlich keinen Bock drauf gehabt. Deswegen heile ich jetzt Kalmalen, wir hauen die Arena platt und okay, wollen den mal. Und dann schauen wir mal. Also ich werde jetzt hier nicht gucken, ja, jetzt nehmen wir Kotomi, weil ich weiß, sie hat eine Schwäche, um das ein bisschen in die Länge zu ziehen. Ich hau jetzt einfach richtig auf die Kacke. Ja, nur dass ihr Bescheid wisst. Hallo. Ich bin Mack. Tut mir leid, aber ich werde diesen Kampf rigoros dafür nutzen, den Pokémon die Unübertrefflichkeit Kraft meiner Pokémon zu zeigen. Komm, bringen wir uns hinter uns, Challenger. Ja, mach mal. Ich werde mir die, du verkackst trotzdem. Mack. Fordert dich heraus. Tantatora. Achso, das Vieh. Wie cool der da steht. Oh, Felsgrab. Ich weiß nicht, ob Felsgrab effektiv ist. Schauen wir einfach mal. Weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Nein, ist nicht effektiv. Ist aber neutral effektiv. Ist immerhin etwas. Hausbruch. Oh, der härtet sich, ne? Der Sack. Ja, Verteidigung. Und spezieller Verteidiger. Oh, nee, ey. Muss das sein, Kollege? Muss das wirklich sein? Können wir mal ein Schmalhorn machen. Das trifft immer. Mal gucken, wie viel Schaden. Kaltklinge. Aua. Jo. Autsch. Ja, du hast schon ein bisschen mehr auf dem Kasten, muss ich schon sagen. Na, ja, ich bin halt leider nicht schneller, glaube ich. Deswegen wechsle ich das Pokémon jetzt mal aus. Tatsächlich zu Kotomi. Eventuell versuch ich sie mit dem zu killen. Ansonsten nutze ich es halt zum Heilen. Mal gucken, was er für eine Attacke einsetzt. Kalkklinge. Ah, das ist sogar nicht sehr effektiv. Haha, du Noob. Gut, ich werde aber eben trotzdem, ups, nicht so, mal eben mein Kalmalm heilen. In der Hoffnung, dass er jetzt nicht noch irgendeine andere Attacke hat. Kalkklinge. Ah nee, warte mal. Ja, stimmt, ich bin wieder komplett daneben. Ich bin in der Gesteinsarena, nicht in der Kack-Eis-Arena. Das ist immer noch für mich komisch, muss ich sagen. Aber naja. Gut, das reicht. Sehr schön. Potrott. Nee, ich wechsle Pokémon zu Kalmalm. Heile Kotomi. Und lass Kalmalm mal so ein bisschen auf die Fräse bekommen. Kurzzeitig. So, Beutel auf Kotomi. Felsgrab, mal gucken. Sollte aber auch nicht so viel Schaden machen. Nö. Volltreffer. Das war, hat ja gar nichts abgezogen. Das ist halt aber gut, weil ich hier immerhin noch eine Stahlattacke habe. Weil ich glaube, Aquaknarre und so würde jetzt hier nicht so viel Schaden anrichten. Beziehungsweise, oh, das ist sogar effektiv. Ne, deswegen. Aber ich glaube, vom Level her passt, ne? Die sind so 40er-Bereich. Ich glaube, ich bin so jetzt fast 45. Ja, das sollte passen. Also ich glaube nicht, dass ich nochmal trainieren muss. Ich glaube, das ist ganz angenehm so. Ach, er lebt noch. So. Gut, Potrott ist auch weg. Ich weiß gar nicht, was sein Haupt-Pokémon ist. Mal im Felsbiss. Reich sollte reichen, denke ich mal. Potrott wurde besiegt. Sehr schön. Gucken, was da jetzt kommt. Kraumereich Level 44, Porenta. Naja, und Kalmalm 45. Du kriegst keine andere Wasserattacke, oder? Humanolith. Nein. Ich bleib mal noch mit Kalmalm, oder? Ich hätte mit Kotomi. Oh, wow, den kenne ich gar nicht. Bist du denn? Immer mal Schmalhorn. Mal gucken, wie viel Schaden das macht. Wunderraum. Ich kenne nur Bizarro-Raum. Okay, schauen wir einfach mal. Schaden macht das denn? Lol, okay, One-Shot, gut. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Gut, lieber Lorelei 44. Monte Carbo. Sagt mir was. Nein, ich bin noch nicht zu Staub verfallen. Ich kämpfe weiter. Trotzdem wirst du verkacken. Mach ich gerade mit einem Pokémon fertig. Merkst du was? Achso, das ist die letzte Entwicklung vom Waggon. Dann können wir Aquaknarre, glaube ich, mal raushauen. Werde zu einem gigantischen Fels. Ja, Gigantomax. Ah ja, das ist dein letztes Pokémon. Huh? Na gut. Bin mal gespannt, ob Kamein trotzdem eine Attacke überlebt. Weil Kotomi ist ja, glaube ich, nicht so cool, wenn er auch Feuerattacken kann. Kann ich mir zumindest vorstellen. Vielleicht nicht so ganz so cool. In deinem großen Körper steckt ganz große Kraft. Warte nur ab. Dir wird es gleich alles wehtun. Meinst du, ja? Gigaschall-Schlacke. Ist das Bein. Gut, ich überleb's. Das ist gut. Ich setze mal eine Aquaknarre ein. Macht auch guten Schaden. Dampfantrieb von Monte Carbo. Der Nitwert steigt. Okay. Dann machen wir jetzt auch die Dynamax. Sehen wir nochmal Dynaflut. Hat man, glaube ich, schon mal gesehen. Gegen die Feuerarena, genau. Naja. Machen wir nix. Ich glaube, Felsgrab ist auch sehr effektiv gegen dem. Aber ein Aquaknarre ist mir einfach da jetzt gerade mal sicherer. Außerdem heilt es mich ja auch wieder ein bisschen. Glaube ich. Aber nicht viel. Außer und ich müsste ja meine Attacke jetzt eher durchführen, oder? Nee. Dachte. Oh. Überlebt er jetzt noch eine? Ja, Gott sei Dank. Okay. Aber ich glaube, er überlebt auch eine Dynaflut, oder? Ich mein schon. Jo. Das ist sehr effektiv. Und es regnet. Heißt also für mich, ich werde jetzt einen Hypertrank einsetzen. Da, nimm diese. Dein Tropfen Hypertrank. Damit du nochmal eine Schlacke. Und ich glaube, dann ist deine Dynamax sowieso Ende, oder? Überlebst. Beziehungsweise zwei. Sehr wahrscheinlich, ja. Na gut. Jetzt bist du eh RIP. Ups, nee. Machen wir einfach nochmal eine Dünerflut, genau. Zahnsteine, hey. Süßen Zahnstocher da. So. Dann wirst du jetzt mal ein bisschen weggeschwemmt. Tschüss. Goodbye. Goodbye. Oh, kein Level-Up am Ende mehr bereist. Schade. Arlena Meiter, Mark wurde besiegt. Mac. Ich will mich einfach in einem Loch verkriechen, wobei man in den Löchern hier recht tief fällt. Tja, verkackt, Junge. Jetzt bin ich baff. Aber ich muss der Realität ins Auge sehen. Du hast mich besiegt. Hier, der Gesteinsorden. Danke dir, Bro. Du kannst jetzt alle Pokémon bis einschließlich Level 50 fangen. Mach dir keine Gedanken um mich. Ich muss einfach mehr trainieren. Das ist ja alles. Tja, scheint so wohl. Scheint wohl so. Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Mac. In Anerkennung deiner Leistung überreiche ich dir diese Themen. Felsgrab, danke. Felsgrab ist ganz cool. Könnte ich theoretisch gesehen, glaube ich, Kalmalm beibringen. Aber naja, Angriffe mit Felsen, bei erfolgreich wird der Init werfen, bla bla bla. Und hier hast du noch eine Nachbildung von Max Uniform. Nee, die will ich nicht, danke. Die ist mir viel zu groß. Gesteinsuniform erhalten, danke. Der Gesteinsorden steht dir gut. Nur weil er so neidet. Danke sehr. Tschüss. Oh, hey. Das war ein phänomenaler Kampf. Weißt du was? Ich kenne dein gutes Restaurant. Ich wusste, dass ich dahin essen muss noch. Lass uns deinen Sieg doch feiern. Ich wollte ohnehin was mit dir besprechen. Das Restaurant heißt Steakhouse Lecker Paul. Na klar, wir gehen gerne essen. Ist ja kein Problem. Ich wusste ja, dass ich essen muss noch diese hier in dieser Stadt. Es war ja mehr als klar irgendwie, dass ich da noch essen muss. Aber nun gut. Gehen wir essen. Ach, Hopp ist auch da. Oh, hey, du hast dir schon den nächsten Orden geschnappt, was? Super.
Da bist du ja. Wir haben bereits auf dich gewartet. Ja, wow, ich habe jetzt nicht mal 30 Sekunden unterwegs. Ich habe immer noch nichts Neues über die finstere Nacht oder die Pokémon des Schwertes und des Schildes herausgefunden. Moment mal, das... kenne ich doch, ja. Das gibt's doch nicht. Ist das die Fortsetzung der Legende? Ein fünfter Wandteppich, so ein fesches Poster, ein fünfter Wandteppich? Die beiden Helden sehen traurig aus und wo sind das Schwert und das Schild? Sehen die traurig aus? Die sehen eher ernst aus. Was hat diese Darstellung bloß zu bedeuten? Vielleicht endet so die Legende, vielleicht wurde sie versiegelt. Versiegelt hört sich gut an. Das wäre möglich. Oder sie sind irgendwo in einen tiefen Schlummer verfallen. Waren das Schwert und das Schild nicht gleichbedeutend mit den beiden Pokémon? Das hattest du doch durch die Entdeckung bei der antiken Stätte herausgefunden, oder? Ja, genau. Zumindest war das meine Vermutung. Könnte es sein, dass dieses merkwürdige Pokémon, das wir gesehen haben, am Ende das Schwert oder das Schild war? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Von welchem Pokémon redest du? Nilo, du weißt doch, was ich meine, oder? Damals im Schlummerwald, jo. Ganz genau. Dieses Pokémon aus dem Nebel könnte doch eins der Pokémon aus der Legende sein, oder? Stimmt ja, ihr beide wart ja im Schlummerwald. Ich bin eigentlich nur auf dieser Reise gegangen, weil Oma mich gedrängt hat, aber inzwischen finde ich das alles ungeheuer spannend. Kommt, lasst uns erstmal essen, aber ihr müsst mir haargenau erzählen, was da passiert ist. Worauf habt ihr Appetit? Was soll ich euch bestellen? Na, Pasta, Pizza, Döner? Sowas hätte ich gerade Bock drauf. Verstehe, ihr seid sehr interessiert. Alles klar, als nächstes sollten wir Chichester genauer erkunden, vor allem die Heron-Thermen. Ich würde gerne näher unter die Lupe nehmen. Ja, dann mach das mal. Darf ich weitergehen? Oder bin ich jetzt gezwungen mitzugehen? Ich bin gezwungen mitzugehen, gut. Die Heron-Therme. Hier soll der Held, oder besser gesagt, hier sollen die beiden Helden vor langer Zeit ihre Wunden gewaschen und sich auskuriert haben, nachdem sie das Böse besiegt hatten. Aber heute wird die Heron-Therme eigentlich nur von Pokémon genutzt, das macht mich stutzig. Wer genau waren diese Helden, die damals in der Therme gebadet haben sollen? Das werde ich später näher untersuchen. Dann mach das mal. Ihr beide seid im Schlummerwald diesem merkwürdigen Pokémon begegnet. Vielleicht wurde euch diese Ehre zuteil, weil ihr das Potenzial habt, so zu werden wie die anderen Helden. Also wenn wir zwei die neuen Helden des Schwertes und des Schildes werden sollen, will ich aber der Held des Schildes sein. Ja, wirst du auch wahrscheinlich. Ich hätte den Helden von damals zu gern bei ihrem großen Kampf zugesehen. Hey Nilo, lass uns doch einen epischen Kampf hinlegen. Ja. Durch das leckere Curry, und Sanja uns spendiert hat, ist mein... Was für Curry? Ich wollte einen Döner. Ich stecke voller Energie, du wirst schon sehen. Ich verstehe zwar nicht ganz, was du da redest, aber zu sehen werde ich euch trotzdem. Vorher mache ich aber noch die Pokémon von Nilo wieder fett. Dangerin. Es wird mal wieder Zeit, dass der zukünftige Champ seine Fähigkeiten zur Schau stellt. Fordert dich heraus. Das hört sich jetzt wahrscheinlich sehr asynchron an, weil ich... Werde jetzt schon wieder andere Pokémon? Was ist los mit dem? weil ich den Ton hier versetzt höre. Ich zähle auf dich, Partner. Ja, was ist los mit dir? Nicht andauernd andere Pokémon, Mann. Macht Schmalhorn irgendwie Schaden? Heuler, okay. Macht das Schaden? Keine Ahnung. Nicht so viel. Immerhin werde ich von den Hageltörnern nicht getroffen, aber macht Felsgrab mehr, aber das sieht mir aus wie eine Bergziege. Deswegen tendiere ich mal nicht. Warum habe ich kein Malmai immer noch vorne? Zwollock. Oh Mann. Immerhin bis jetzt Level 40. Oder der war schon vorher Level 40, oder? Was machst du den ganzen Tag, Mann? Aber mal Fesselbiss. Das ein bisschen mehr oder reicht es aus? Ja, es reicht immerhin aus, gut. So, jetzt wird er wahrscheinlich den Affen raushauen, oder? Level 44 für Kotomi. Ja, wird von Hagel getroffen, hey. Ja. Pokémon wechseln. Libelo.
Ist doch, ich hoffe, das ist es jetzt auch. Nicht, dass ich mich jetzt übelst vertue oder so. Gottrum, aber ich meine schon. Ja, das ist der. Hallo, weißt du was? Ich mache einfach kurz einen Prozess mit dir, okay? Da hast du bestimmt nichts gegen, oder? Ich könnte ein bisschen schmerzen, aber ich hoffe, es ist okay für dich. So, zack. In your face. Du hältst dich nicht zurück, was? Das gefällt mir. Ja. Das war nicht schwer. Ich glaube, dein Affe hat bis jetzt nur eine Attacke oder zwei Attacken durchbekommen im letzten Kampf überhaupt. Gucken, was jetzt kommt. Britzelziger, wer ist das? Was ist das denn? Ey, der ändert andauernd seine Pokémon, Mann! Ich mach mal eine Kehrtwende, ich glaube, das ist ein Wasser-Pokémon. Deswegen wechsle ich mal zu Reflex. Kramor haben wir schon lange nicht mehr gesehen, ne? Könnte ich auch mal wieder rausholen, naja. Ja. Ist ein Wasser-Pokémon. Volltreffer süß. Gut, können wir ja mal diese Overdrive ausprobieren. Gucken, wie Overdrive aussieht. Hat er, glaube ich, im letzten Part. Oder dieser Part? In diesem Part war das, ne? Letzter Part. Oh, Overdrive, mal gucken. Wurde jetzt wirklich eine Gitarre raus? Der hat einen Blitzfänger, ich fasse nicht. Der hat einen Blitzfänger, ey. Das ist nicht dein Ernst, Mann. Dann halt Gift-Hieb, keine Ahnung. Kann das treffen? Ja, immerhin. Okay, gut. Level up für Karl Malm. Der ist schon zwei Level über. Boah, den sehen wir jetzt erstmal nicht mehr. Könnt ihr von ausgehen. Relaxo. Jetzt möchte ich. Nee, ich möchte jetzt Overdrive sehen. Ich will es einmal sehen. Relaxo lässt aber anscheinend im Team. Finde ich gut. So, jetzt komm, zeig mal. Ich will es jetzt sehen. Nein, okay, er spielt Luftgitarre. Wär cool gewesen, wenn er ruhig eine Dings rausgeordnet hätte. Eine Gitarre irgendwie rausgeholt hat aus ihren Hintern oder so. Das wäre lustig gewesen, aber naja. Man kann ja nicht alles haben. Dann holen wir mal Kramor raus, ne? Warum eigentlich nicht? Weil eigentlich möchte ich nämlich Reflex gerne die EP geben. Weil der kurz vorm Level-Up ist, deswegen beliebe ich den mal eben wieder. Knirscher. Okay, Verteidigung, ne? Ja. Ich hoffe, Bohrschnabel macht den jetzt kalt. Hoffe ich einfach mal. Ja, sieht gut aus, gut. Roloxo. Hat er noch ein Pokémon? Nee, oder? Reflexerreiche 45, genau. Brenta, ja gut, wie gesagt. Interessiert mich nicht. Ja, hat auf jeden Fall noch einen. Was hat er denn noch? Ah, der hat noch diesen. Ah, der hat auch einen Kramor. Jetzt hat er wieder seinen Kramor dabei. Dann holen wir wieder Reflex raus. Jetzt hat er seinen Kramor wieder dabei. Okay, er ändert immer wieder sein Team. Das finde ich aber cool, muss ich sagen. Also ich muss sagen, das finde ich echt cool. Denkst du etwa, dass du mich am Wickeln hast? Ich wickel, kann ich gerne wickeln. Bin in Übung da drin, zu wickeln. So. Machen wir nochmal ein Overdrive. Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, die Attacke. Aber naja. Sehr effektiv, sehr schön. Tschüss. Oh, Kramor und Liberolo erreichen Level 45. Immer noch keine neue Attacke, aber. Doch. Nee, Karl Malm, genau. Ich kann es also nicht gegen meinen Rivalen gewinnen, aber ich gebe nicht auf. Naja, ist halt ein bisschen schwer. Du konzentrierst dich nur auf Arenen und nicht auf mein Team. Deswegen, naja. Danke, ihr beide habt sehr gut gekämpft. Wenn ihr so weitermacht, könnt ihr irgendwann vielleicht den unschlagenden Bedelon besiegen. Was steht als nächstes auf eurem Plan? Ich habe vor, mich noch ein bisschen näher um den Schlummerwald zu beschäftigen. Ja, dann macht das mal. Ich werde mich wieder an der Arena-Challenge widmen. Und sobald ich den Arena-Orden in der Tasche habe, geht's schnurstracks über Route 9 nach Spikeford. Auf geht's. Ja, auf geht's. Tschüss. Ich glaube, das hat ihn wieder aufgemuntert. Deleon macht sich immer große Sorgen, wenn es Hopp schlecht geht und du als sein Revival willst sicher auch nur das Beste für ihn, stimmt's? Also dann, mach's gut. Tschüss. Ist irgendwie echt ein Kopf größer als ich, der Wahnsinn. Okay, also wir können uns noch ein bisschen auf dem Weg machen über die nächste Route. Ich weiß so nicht, wie ich da hinkomme. Warte mal. Wo muss ich denn da hin? Nach oben? Ne, nach rechts irgendwie. Okay.
Kann sein, dass ich jetzt wegen Team Yell, kann sein, dass ich da raus muss, ne? Oder geht's hier unten jetzt nach rechts? Das, nee. Okay, dann ist ja, deswegen hat Team Yell da unten das, den, oder? Ja, deswegen hat Team Yell da unten den Weg versperrt, weil ich da noch nicht lang sollte, weil es da über die nächste Route geht. Nee, gar nicht wahr, hä? Mich jetzt? Hä? Nee, gar nicht. Hä? Irgendwie interessiert es mich jetzt aber mal kurz. Warte mal, jetzt, das interessiert mich jetzt. Warum hat dann Team Yell da hinten diesen Weg da blockiert? Warte mal. Dann muss ich aber ganz schnell mal eben fix gucken. Deswegen habe ich auch mein Fahrrad ausgepackt, damit ich schnell bin, wisst ihr? Hm. Wir gucken, ob das jetzt immer noch... Wow, nein. Bisschen Kack-Eistüte reingecrashed. Gelatropo. Und ich habe keinen Malm immer noch vorne, ich Idiot, ey. Es hakelt. Gut erkannt. Bitte tschüss. Ich will nur wissen, ob da jetzt unten der Platz frei ist. Tschüss, Leute. Warte mal, bevor ich jetzt wieder vergesse, ich hau jetzt mal eben anderes Pokémon nach vorne. So, du kommst erstmal nach ganz weit unten. So, in der Theorie Kotomi. Ich versuche mal Kotomi ein bisschen draußen zu lassen, aber keine Ahnung, ob das gut funktioniert. So, wo waren die jetzt? Das interessiert mich jetzt. Warum ist da unten jetzt der Weg? Also, sind die jetzt weg? Oder kann ich da... Ah, ne, warte mal. Hä, wo waren die denn? Waren die ganz am Anfang? Okay, dann scheiße ich da drauf. Sorry, aber ganz am Anfang, da habe ich jetzt keinen Bock hinzulatschen. Nee, da habe ich jetzt keine Lust hinzulatschen. Ich meine, ich habe eigentlich gedacht, das wäre hier. Aber wenn es ganz am Anfang wäre, nee, danke. Nee, das mache ich jetzt nicht. Das kann man dann andermal machen oder so. Mich hätte zwar interessiert, ob ich da jetzt langkommen würde. Geh mal weg da. Aber, naja. Gut, dann gehen wir hier weiter. Route 9. Da gibt es einen Angel-Dude-Dutin. Okay, das ist sogar ein Trainer, aber hier gibt es immer noch nicht mit dem Fahrrad, Mann. Okay, das ist ein Pelipa, Pelikan, Pelipa. Okay, gut. Gut, aber ich bin in den Part jetzt hier. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein.